Der Freischütz oder Agathens Liebesleid und Sigmund Freud, Leid und Freud. Eine Oper in verschiedenen Aufzügen, Szenen und Aktbildern. Verzeihen Sie, Akten und Bildern. Die Aufführung beginnt in wenigen Minuten. Wir laden Sie ein, liebe Freunde guter Musik, in unserem kleinen Theater unsere Gäste zu sein. Faule Tomaten, Eier, Handgranaten und Maschinengewehre. Die Mitglieder des Orchesters haben bereits Platz und ihre Instrumente zur Hand genommen. Sie unterhalten sich über das letzte Punktspiel der Fußball-Oberliga. Das kann ich gar nicht mal sagen. Ich bin in der Seele. Ich war nicht in der Seele. Die Flasche hätte doch das Tor halten müssen. Da erscheint der Spielführer, der Dirigent. Achtung! Rührt euch! Ja, ja, es ist eine deutsche Oper. Thank you.
Der Vorhang hebt sich zum ersten Akt. Und wir sehen den Schießstand des Schützenvereins Holzauge sei wach, der heute Schützenfest hat. Max, deutscher Amateur, Kleinkaliber Schützenmeister, im Nebenberuf Jägerbursche, steht am Schießstand, in der rechten seine Büchse, in der linken einen Maßkrug und schwankt. Jawohl, er schwankt. Nein, heut will mir kein Schuss gelingen. Zielwasser trank ich doch genug. Sonst traf beim Götz von Berlichingen. Den Vogel ich im Flug. Verstauben war des Siegern Rohrs Gewinn. Abends bracht ich fette Beute, manches gut erwachsene Stück. Über solch Geschenke freute Siegergatten sie überblick. Freute Siegergatten sie überblick. Freute Siegergatten sie überblick. Freute Glück mich verlassen. Dass ich die 12 nicht treffen kann, liegt an den Augen, den blaublassen. Nein, das Gewehr ist schulterrand. Max nimmt sein Gewehr und stößt es zürnend gegen den Schießtisch. Dabei löst sich ein Schuss und trifft den Landwirt Fritz Kilian hinten tief links. Fritz schreit. Aua! Und so erhielt die Oper den Titel Der Schreifritz. Vor Schmerz krümmt sich Fritz und den Finger durch, wodurch sein Gewehr losgeht. Der Schuss trifft, wohin? Ins Schwarze. Victoria, 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 der Meister soll leben. Der Meisterschuss ist gefallen. Landwirt Fritz Kilian ist Schützenkönig. Victoria, 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 Meister soll leben.
Leicht gebeugt, doch hoch erhobenen Hauptes geht der Landwirt Kilian zu seiner achtfarbenen 12-Zylinder-Tiefdecker-Limousine. Währenddem er sich auf den Hintern Sitz setzt, singt er die weltbekannte Bass-Sopran-Arie Opus 14 Andante Moderato Fucicato Fortissimo mit 22 Vorzeichen. Sein Chauffeur gibt Gas und in einer Staubwolke verschwindet der Wagen. Die Bühne ist vor lauter Staub nicht mehr zu erkennen. Doch man sieht, der Vorhang fällt. Und während man im Zuschauerraum dieses oder jenes diskutiert, wird die Bühne schnell und leise für das nächste Bild umgebaut. Der Vorhang hebt sich zum zweiten Akt. Der Vorhang hebt sich zum zweiten Akt. Ich sagte, der Vorhang hebt sich zum zweiten Akt. Jetzt könnten Sie das Ding doch endlich mal ziehen. Das doch nicht. Den Vorhang. Ach so. Wir sehen im Vordergrund ein gut erhaltenes altes Försterhaus. Zum ersten, zum zweiten und zum... Halt, halt, das wird doch nicht versteigert. Lasst euch ja nicht von den deutschen Schlagertextdichtern erwischen. Agathe des Oberförsters Conny Töchterlein sitzt am Fenster und strickt. Plötzlich sticht sie sich in den Finger, hoch auf spritzt das Blut. Ja, ja, sagt der alte Revieroberförster Conny und des Revieroberförsters Töchterlein, Agathe heißt sie, sitzt am Fenster und strickt. Plötzlich sticht sie sich in den Finger, hoch auf spritzt das Blut. Ja, ja, sagt der alte Stabsforstmeister Conny und des Stabsforstmeisters Töchterlein, Agathe ist ihr Name, sitzt am Fenster und strickt. Plötzlich sticht sie sich in den Finger. Theaterarzt, bitte hinter die Bühne. Währenddem sie den blutenden Finger in den Mund steckt, singt sie... Obwohl sie singt, schläft ihr Vater, der alte Oberförster Conny, sanft schnarchend ein. Sein Gehör hat eben schon sehr nachgelassen. Macht ihr den alten Vater wach? Sie schlägt mit der Faust auf den Tisch. Dabei fällt das Bildnis des uralten Oberförsters Conny dem alten Oberförster Conny auf das Haupt. Conny hat einen harten Schädel. Er merkt sowas nicht. Beeil dich,
kalt gestellt ist schon das Bier. Sturmfrei ist doch jetzt die Bude und der Maxe ist nicht hier. Vater Conny schläft so fein und jetzt ist's schon 10:50. Entchen, Agathens Busenfreundin, Oberweite 2315, betritt das Zimmer. Sie hat Max, Oberweite 315, sich von ferne her dem alten Försterhaus nähern sehen und erzählt Agathen: Entchen deutet mit den Händen die Figur an. Man denkt an Don Quixote, den Ritter von der schaurigen Gestalt. Max tritt in die Tür. Er hat vergessen, sie aufzumachen. Er umarmt Agathe und küsst sie warm, beziehungsweise heiß. Oberförster Conny schläft noch immer, während Entchen vor sich hin singt: Ach, wie war! Inzwischen hört man draußen vor der Tür den Dorfbüttel eine Bekanntmachung ausrufen. Bekanntmachung. Ich, der Oberförster Conny, gebe hiermit kund und zu wissen, dass ich denjenigen, meine Tochter Agathe, Schönheitskönigin von Kaltenhausen im Jahre 1922, zur Frau geben werde, der morgen beim Preisschießen des Schützenvereins, Holzauge sei Dach, den besten Schuss tun wird. Gegeben, heute und all hier, der Oberförster. Gezeichnet, Conny. Das würde sogar
nur ein Schuss Pulver ist sie wert. Dafür soll ihn der Affe lausen. Wie sprichst du meinen Vater, du? Ich bin vertraut mit dem Banausen und trau ihm noch ganz anderes zu. Doch ich vertreib ihm diese Flausen, mein Schuss, der sitzt, der Preis. Oberförster Conny ist inzwischen aufgewacht. Der liebliche Gesang drang sogar in seine Ohren. Er streichelt traumverloren seinen Hund und tritt langsam nach vorne. In diesem Augenblick fällt der Vorhang und Conny auf den Kopf. Jetzt schläft er wieder. Meine Damen und Herren, Musikfreunde, an dieser Stelle ist eigentlich eine Pause vorgesehen. Sie sei den Künstlern auch gegönnt. Wir aber wollen in unserem Kunsteifer nicht erlahmen und uns darum dem nächsten Akt zuwenden.
Mithilfe der modernen Technik haben wir ihn wenigstens teilweise auf Film- und Magnetophonband gebannt und werden ihn jetzt ohne Zögern vor Ihnen abrollen lassen. Es brausen die Stürme, die Sterne, sie glühen, am Himmel die Wolken, sie ziehen und keiner weiß, wohin, wohin. Nach Hamburg, da regnet's, da hat's keinen Sinn. Am Kirchhof, da huschen die weißen Gespenster, bei Witwe Kazorke steht einer vorm Fenster. Wer ist's, ruft die Witwe verwirrt. Der Liebespaarmörder, er hat sich verirrt. Von fern hört den Uhu, die Käuzchenmann lachen und durch all das Toben, das Heulen und Krachen, da klingt durch die Nacht ein unheimlich Blub-Blub. Der Max ist's, er fährt auf dem Moped zu Krupp. Und auf dem Gepäckträger sitzt ungeschlacht der Kaspar. Oh Max, nimm vor dem dich in Acht. Zwölf Uhr schlagen nun die Glocken und zwei dunkle Schatten hocken in der Kruppschen Waffenschmiede. Siede, schwarzes Eisen, siede, flüstert heimlich dort der Kaspar, der schon mal 2 Jahre im Knast war. Max, dem schlottern alle Glieder, zu Agathen möcht er wieder. Doch er muss die Kugel gießen. Womit soll er denn sonst schießen? Soll er mit Tomaten schmeißen oder auf die Scheibe spucken? Kugeln braucht er und Kanone, denn Agathen gibt's nicht ohne. Und der Kaspar flüstert wieder. Dämpfe wallet auf und nieder, dass aus Eisen und aus Erde eine schwarze Kugel werde. Und gehorsam sind dem Meister jene alten deutschen Geister, die so lange man versteckte und die Kaspar nun entdeckte. Und sie schweben und sie gleiten wie in jenen alten Zeiten durch die Hallen und Fabriken, um uns wieder zu beglücken mit dem süßen Pulverdampfe und dem ganzen anderen Krampfe. Max, oh, hüte jene Geister. Sie entwachsen sonst dem Meister, werden plötzlich riesengroß. Und dann geht es wieder los mit Kanonen und Granaten. Max, oh, riechst du nicht den Braten? Fertig ist die Kugel endlich. Doch der Kaspar, oh, wie schändlich, hat was Böseres noch im Sinn. Pulver muss ja auch noch hin, sagt er sich. Und, Sie verstehen, um den Max zu hintergehen, nimmt der Pulver nicht zum Schießen, nein, zum Jucken und zum Niesen. Denn wenn erst die Splitter fliegen, soll der Max das Jucken kriegen, während in Agathens Busen sich der Kaspar ein will schmusen. Max, so schändlich denkt der Kaspar, der ja nicht umsonst im Knast war. Oh, wenn erst die Kugeln krachen, gibt's für dich ein jäh Erwachen. Es säuseln die Winde, die Sterne verglühen und während die Wolken noch immer fortziehen, da hört man schon wieder das leise Blub-Blub. Der Max ist's, er kommt mit dem Moped von Krupp. Er hört in der Ferne des Heimatdorfs Glocken. Es wird Zeit, denn das Moped fängt bald an zu bocken, denn hinten am Moped, es klingt wie ein Witz, hängt eine Kanone, ein Riesengeschütz. Zuschauer sind von der Handlung gepackt. Die Herren vom Orchester vor Angst, Schweiß halbnackt. Der Max kurft noch immer herum in dem Akt und da tut der Vorhang das Klügste. Er sagt:
Orchester und Sänger haben sich nach der wohlverdienten Pause wieder versammelt. Es drängt alle Kunstschaffenden ans Werk. Selbst ein Gesang mit Vieren wurde unterbrochen. Und das volle Orchester widmet sich dem nächsten Akt. Er beginnt in Agathens Stübchen. Max liegt auf dem Sofa, sein Gesicht ist bleich. Agathe tritt ein und bringt ihm einen sauren Hering. Er braucht ihn. Durch das Fenster im zweiten Stock schauen einige ältere Damen in Agathens Stübchen. Sie lächeln schelmisch über das liebliche Idyll. Es kommen immer mehr, immer mehr. Was wollen sie denn nur sehen, die lieben alten Damen? Ach ja, das sind ja die Brautjungfern. Sie müssen wissen, das ist ein sehr altes Dorf. Den Jungfernkranz, doch haben wir diese Frage. Hielt auch der Max bislang Distanz bei Nacht und auch
bei Tage. Schöner grüner Jungfernkranz, veilchenblaue Seide, Veilchenblau. Lavendel, Myrth und Thymian verwelken ohne Frage vor so nem netten jungen Mann bei Nacht und auch bei Tage. Schöner grüner Jungfernkranz, veilchenblaue Seide, veilchenblau sie beide. Sie hat gewartet 7 Jahr und immer ohne Klage, weil stets ein anderer bei ihr war, bei Nacht und auch bei Tage. Schöner grüner Jungfernkranz, veilchenblaue Seide, veilchenblau sind die Beine. Nun geht sie bald schon zum Altar, es klingt wie eine Sage, sie hat ihn fest auf immer da, bei Nacht und auch bei Tage. Schöner grüner Jungfernkranz, veilchenblaue Seide, veilchenblau sind beide. Das Finale findet wieder auf dem Schießstand des Schützenvereins Holzauge sei wach statt. Agathe als lieblicher Preis mit 250 Pfund Lebendgewicht sitzt auf einer Bank vor dem Schießstand und all die Schützen stehen rum und singen. Was gleicht wohl dem Feste der Schützen auf Erden, wenn sprudelnd der Becher voll Zierwasser ist? Welch Glück dann auch König der Schützen zu werden, welch Freude die schwarzen Bücher zerbricht. Es ist fürstliche Freude, es ist männlich Verlangen, der König bezahlt und wir sind dann so frei. Warum hat er auch diesen Fehler begangen? Beim Königsschuss ging unsere Kugel vorbei. Warum hat er auch diesen Fehler begangen? Beim Königsschuss ging unsere Kugel vorbei. Plötzlich erscheint Max mit seinem Moped, Baujahr 33, an dem hinten eine Kanone hängt. Er fährt vor den Schießstand vor und protzt ab. Cheers, Hesel! Cheers! Max legt an, umfasst mit Daumen und Zeigefinger den Kolben der Kanone, stehen freihändig, saugend und schraubend und... Der Schuss ist gefallen, doch wie war der Treffer? Nun sagt, saß er denn in der 12 mittendrin? Das kann man wohl sagen, der Schuss hat den Pfeffer, die Scheibe ist weg und der Schießstand ist hin. Und alle ziehen plötzlich so komische Fratzen, es juckt in der Nase, im Kreuz und am Bein. Vorbei ist das Schießen, weil alle sie kratzen, der Max hat gewonnen, Agathe ist sein. Juck, 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 juck. Die tapferen Schützen verlassen alle eilig, teilweise sogar durch die Kulisse,
den Schauplatz und während der Agent einer Waffen- und Munitionsfabrik Kaspar als Erfinder einer neuen deutschen Vergeltungswaffe für sein Werk verpflichtet, gehen Max und Agathe eng umschlungen und sich gegenseitig kratzend auf einem einsamen Weg in den abendlich glänzenden Silberwald, wo der alte Oberförster Conny inzwischen immer noch schläft. Währenddem die vielen Musikfreunde in unserem Theater alle langsam wieder aufwachen.